Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde hier von Assassin's Creed Origin. Und meine Freunde, heute geht es wieder darum, dass wir unsere Rächer der Gerechtigkeit Hallöle sagen sollen. Und hier legt sich einer mit dem Falschen an. Oder umgekehrt. Du hast es geschafft, Bayek. Danke. Ich habe nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie machte mein Pro-Kleopatra-Stück, meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. Rache der Poeten. Können wir da zuschauen? Oder nicht? Es ist unser freier Wille, die Plejade und damit auch unsere Stadt zu beschützen. Deine Zensur bringt keine Liebe für das Volk. Wir werden siegen. Was werdet ihr tun? Was werdet ihr sagen? Was willst du, Narr? Wir bewundern den Spötter, wir riskieren den Hals und widersprechen Tomaraios. Wir werden eure Augen ausstechen, eure Hände amputieren, damit eure faulen Worte versiegen. Verwehre mir nicht meine Freiheitsliebe. Ich zähle die Einwanderer zu den Grundfesten der Stadtpolitik. Fremde bestimmen diese Stadt. Tod dem Verräter! Er ist nichts weiter als ein Gaukler! Selbst die Komödie zeigt uns manch Wahrheit und Recht. Ich glaube, meine Freunde, da haben wir ein bisschen zu viel genascht. Wir machen die nächste Quest. Ich glaube, da wird schauspielkunsttechnisch nicht so viel passieren. Auf Befehl des Philakitai Gennadios. Alle Bürger müssen verdächtige Aktivitäten melden. Vielen Dank. Insbesondere wird eine Mörderin gesucht, Schweine, die sich in diesem Viertel verstecken nicht soll. So schnell wieder angreifen. Gennadios wird hilfreiche Informationen großzügig belohnen. Bayek, es ist endlich Zeit, mit meinen Musen zu feiern. Solltest du nicht deine Darsteller beaufsichtigen? Wir müssen an meinem neuesten Stück arbeiten. Bayek, du musst kommen. Diese Feier überbietet hoffentlich meine eigenen in Siva. Komm, Bayek. Das wird eine ausgezeichnete Nacht. Beeilen wir uns. Du wirst unser Ehrengast sein. Ich erinnere mich noch an die Feste, die wir in besseren Jahren in meinem Haus feierten. Ach, Erinnerungen. Sie sind jetzt nicht mehr so schön? Diese Philakitai ersticken unsere Feierlichkeiten. Sie verachten uns Poeten. Sie denken, sie kennen die Wahrheit. Du kennst sie besser. Natürlich. Wahrheit entspringt dem Chaos, nicht der Ordnung. Das kann man nicht so sehen, wie man möchte, aber das Chaos und die Ordnung gehören für mich irgendwie ein bisschen zusammen. Da wo Ordnung entsteht, kann auch Chaos entstehen und da wo das Chaos ist, kann auch Ordnung entstehen. Also es ist in Einklang, wie das auch immer komisch klingt, aber es ist in Einklang. Ja, wir folgen ihm halt den Herren, Phanos. Wir sollen eskortieren, aber der rennt ja vor. Also dem her, wir eskortieren nicht, wir rennen aber hinterher. Eskortieren wäre, wenn wir ihn wirklich beschützen, aber gut, wir beschützen ihn eigentlich ja schon. Aber rennen einfach vor, wir wissen jetzt nicht wohin, wie war, wo war, wie was, warum. Er könnte irgendwo reinreiten, wir sind reinrennen und als erstes den Pfeil oder halt das Schwert abbekommen. Und wir in dem Sinne ja nicht, wir müssen ihn beschützen, aber geht es so nicht, ne? Wohin will er? Idiotin! Idiotin!
Wow. Ich begreife den irgendwie gar nicht. Er nimmt immer ein neues Pferd. Aber ich begreife es irgendwie gar nicht. Warum will er immer ein neues Pferd haben? Und warum reitet er jetzt? Wohin müssen wir überhaupt? Aber eskortieren, aber wohin? Ich habe keine Ahnung. Senno sieht etwas. Genadios Philakitai. Ich hätte wissen müssen, dass diese Flegel uns folgen. Dort! Von diesen Narren dort stammt das verräterische Geschwätz! Manos, der Narr! Dort! Das ist der verräterische Narr! Thanos, der Jüngere! Ja, du Wurm! So, also wir haben ihn offenbar wirklich ein bisschen in Schach. Geht recht gut, ne? Ich habe es nicht so schlimm gefunden, aber es ist eher gesagt cool gefunden. Du kommst hier nicht vorbei. Schnell! Lass uns weitergehen. Bewegung, los! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Eisen! Wow, und wir haben volles Pedo hier. Okay, er rennt wahrscheinlich zu seinem Pferd und wir müssen ihn dann noch folgen. Gut. Wir sind jetzt also eigentlich ein gesuchter Mann, ne? So wie man das sehen könnte, sind wir wirklich ein gesuchter Mann. Ah, endlich mein Heim. Mach dich bereit, Bayek. Diese Nacht wirst du nie vergessen. Sie wird hoffentlich den Geschichten Ayas gerecht. Einfach grandios, Phanos. Bayek! Komm, betritt deine eigenen elysischen... Fano. Hier ist es. Hier erholen sich die Poeten Alexandrias. Warte, hast du gehört? Genadios, seine Männer müssen uns gefolgt sein. Wir kümmern uns darum. Komm, hol die Klinge. Ich fülle meine Tintenfässer mit dem Blut dieser Metrokoites. Sie kommen, Bayek! Schicken wir sie zu den Göttern! Genadios lässt dich grüßen, Phanos! Dein verräterischer Schund bringt dir den Tod! Thanos! Dich miesen Verräter Genadios werden wir kennt all dein Wirken! Du bist eine Plage für Alexandria! Reiß dir die Eingeweide raus! Dein verräterischer Schund bringt dir den Tod! Thanos! Dich miesen Verräter werden wir jetzt auslöschen! Mist! Es gibt Ärger! Ach, der Ärger kennen wir doch überall her! Friends and Zones, bitte sehr! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Ah, verdammte Kacke nochmals! Reißt sie ab, Mist! Das ist eine ganz schön knappe Sache. Helft mir mal hier drüben!
Wir haben wirklich ein Gemetzel heute. Ich liebe es irgendwie. Ich krieg dich. Alarm! Angriff! Oh. Liebe Götter, das war mir zu knapp. Aufgepasst! Wir gehen weiter! Bergob! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Mist! Es gibt Ärger! Und ein nächster Tod! Helft mir mal hier drüben! Hilfe! Wie sind wir überhaupt noch? Immer vier? Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Oh, shit. Hey, hier gibt's ein Problem! Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Das... Hilfe! Kacke? Ah, was ist denn los? Nur noch den oder was? Wow. Oh, Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 2 fette. Und das, oh, 11. Und das über der Stufe, der ich eigentlich bin. Also wir haben jetzt so gesehen, wow. Okay, das könnte funktionieren. Wir probieren es aber noch aus. Oh, Entschuldigung. Sind alle sicher, Phanos? Metrokoites, Sie haben meine Musen erschlagen. Drakon, mein Lieblingspoet, wird es wohl überleben. Es muss einen Weg geben, sie für immer aufzuhalten. Bayek, wir sind nun Blutpoeten. Dies ist unsere Chance, die Menschen aufzuwiegeln. Was immer nötig ist für den Frieden. Gib mir etwas Zeit. Ich rede mit meinen Leuten. Finde ihre Verstecke. Hat hier jemand Geschlechtsverkehr? Hä? Er zieht nicht mal mehr hoch. Ja, irgendwie doch. Hä? Ich hab den Arsch gerettet und die. So, Genas.
Der Philosoph aus Versehen. Wie kann jemand ein Philosoph aus Versehen werden? Na gut, das und vieles mehr, meine Freunde, erfahren wir in der nächsten Episode. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao und tschüss.